Ja, richtig guten Wahlkampf. Ich will erst mal sagen, was aus meiner Sicht kein guter Wahlkampf ist, beziehungsweise ein beschämender Wahlkampf, der aus meiner Sicht die Leute inzwischen auch anödet. Nicht gut ist für mich der Wahlkampf, wie ich ihn selber seit 30, 40 Jahren kenne, den man Leute auf der Straße einen Kugelschreiber, einen Radiergummi oder einen Luftballon anbietet und das 4 Wochen vor der Wahl. Das ist für mich Verblödung des Bürgers. Und ich denke auch nicht, dass man als Partei oder als Politiker unbedingt Präsenz zeigt, indem man auch wiederum 2, 3 Monate oder einige Wochen vor der Wahl am Sonntagmorgen Rosen an die Bürger verteilt, um ihnen zu zeigen, wie nah man ihnen ist, sondern Präsenz bedeutet für mich und Wahlkampf bedeutet für mich, 5 Jahre lang da zu sein, sich 5 Jahre lang zu engagieren, vor Ort, bei den Bürgern zu sein, dicht dabei und nicht abgehoben. Das ist für mich Wahlkampf. Und ich hoffe nur, dass die Bürger das wahrnehmen über diese 5 Jahre. Und manchmal frage ich mich, ob nicht doch im letzten Moment derjenige gewählt wird, der am meisten verteilt, der wenige Wochen vor der Wahl alles dafür tut, in die Zeitungen zu kommen und dass die Politik sich nicht doch danach richtet, was vor 2000 Jahren schon gültig war, nämlich nach dem Leitspruch Brot und Spiele. Wie man Wahlkampf macht, das ist viel Arbeit zusätzlich, die dazu kommt. Erstmal muss man ein schickes Bild haben. Das ist schon mal gar nicht so einfach. So angestrengt vom Fotografen stehen und dann so aussehen, dass man gut ist. Dann müssen Plakate gedruckt werden. Dann muss man auch seine eigenen Kandidatenflyer machen. Das heißt, man muss in wenigen Worten das darstellen, was man später, wenn man gewählt wird, auch umsetzen möchte. Das ist nicht ganz so einfach. Man kann seitenweise schreiben, aber das liest kein Mensch. Man muss es versuchen, mit wenigen Worten dann klarzumachen. Ja, und dann geht es dann los. Dann mit auf der Straße stehen, Wochenmärkte, an Haustüren klingeln, sich vorstellen den Bürgern und sagen, hier, hallo, ich bin es und ich möchte gerne wieder gewählt werden. Und man kommt dann so mit den Bürgern ins Gespräch. Und das macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, mit den Bürgern vor Ort, auf der Straße, auf dem Wochenmarkt, mal wieder zu sprechen. Also ich finde Wahlkampf zwar anstrengend, aber macht richtig viel Spaß. Indem man auf jeden Fall seine Ideen und Programme öffentlich macht. Das heißt also, auf die Leute zugehen, indem man Stände macht, indem man Broschüren entwirft, in denen das festgeschrieben ist, was man an Ideen hat und an Umsetzungsplänen, Zukunftsplänen. Und das muss man versuchen, dem Bürger zu vermitteln. Das ist für mich Wahlkampf. Wenn man Wahlkampf macht, muss man begeistert sein. Und die große Gefahr ist, dass viele Politik so als Management betrachten. Man muss organisieren und dann immer oder nur polemisch sein. Das darf man nicht. Man muss, wenn man Politik macht, eine Vision haben und dafür auch kämpfen. Und diese Vision kann auch kommunal sein. Wie möchte man, dass eine Stadt in den nächsten Jahrzehnten ausgerichtet wird? Wie sozial soll sie sein? Wie verträglich soll Umwelt, Wirtschaft und Soziales sein? Und wenn man eine Vision hat, dann kann man auch richtig Wahlkampf machen.